Mir ist letztens aufgefallen, dass ich überhaupt noch kein Schichtfleischrezept für euch gemacht habe. Das will ich jetzt in diesem Video nachholen. Wie das Ganze funktioniert und was ihr dafür Zutaten braucht, das seht ihr jetzt. Das sind auch schon die Zutaten, die wir brauchen für das Schichtfleisch. In erster Linie Bacon. Dann natürlich Nacken, das sind jetzt 2,2 Kilo Schweinenacken. Einen Rub, da habe ich jetzt hier das Smoking Zeus von Ankerkraut. Und hier vorne seht ihr schon ganz leicht eine Zwiebel, eine sehr große Zwiebel. Allerdings nicht nur eine, sondern drei Stück. Ja, schneiden wir jetzt erstmal den Nacken. Den Nacken müssen wir natürlich klein schneiden. Und zwar nehme ich dann so 2,5 Zentimeter, ja, ich sage jetzt mal Nackensteaks. Die schneide ich jetzt hier runter von dem gesamten Nacken. Und die müssen dann natürlich noch gewürzt werden, aber dazu gleich mehr. Gewürzt müssen die Nackensteaks natürlich auch. Dazu eine kleine Schale zur Hand nehmen, jetzt den Rub drauf machen und jetzt halt gut, ich sage jetzt mal eine halbe bis dreiviertel Stunde vorher, schön ordentlich mit dem Gewürz einstreuen und ziehen lassen. Ja, und dann heißt es gleich die K8 bestücken. Zwiebeln sind schon drin, damit sollte man möglichst anfangen. Und dann nehmen wir jetzt Bacon. Ich nehme jetzt nur eine Scheibe Bacon, wickel die hier einmal kurz drum, bevor dann der Nacken kommt. Nehme ich jetzt eine richtig schöne große Scheibe Nacken, lege die hier vor und dann wiederholt sich das alles wieder. Das heißt, wieder von vorne die Zwiebeln, am besten immer zwei Scheiben, dann wieder ein bisschen Bacon und so weiter. Das mache ich jetzt erstmal weiter und dann sehen wir uns, wenn die K8 voll ist. Ist jetzt nicht schön, aber selten, aber so müsste das dann ungefähr aussehen, dass die K8 dann voll ist. Ich nehme jetzt hier eine Barbecue-Soße oder in dem Fall eine Mango-Chili-Soße, die ist jetzt halt von Lee Joe's. Feine Küche, da nehme ich jetzt halt nach eigenem Gusto so viel wie es geht, die ist halt sehr süß und bringt halt eine gute Schärfe mit. Da einfach grob hier oben drüber, ja, und dann heißt es jetzt die Kohlen anzünden. Was ich euch gerne zeigen möchte, das sind jetzt hier diese, ich sage jetzt mal klotzähnlichen Holzkohle-Briketts oder Stäbe. Das sind die von McBriquette, die Bamboco, die sind zu Dutch Ofen Gerichten oder generell was mit gusseisernen Gerichten zu tun hat, die ihr da drin zubereitet. Perfekt, da fülle ich jetzt erstmal den Anzündkamin hochkant und ja, dann zünde ich das gleich an. Ich benutze jetzt auch gerne mal den Öko-Anzünder von McBriquette. Der ist ziemlich cool, da sind Späne mit, ja, ich sag jetzt mal, mit Wachs und das zündet sich halt relativ gut an. Nehme ich jetzt einen Würfel hier raus. Okay, ich bin nicht so geizig, ich nehme zwei. Leg die hier unten einfach hin. So im guten Abstand. Zünde die jetzt an. Da am besten so ein Flammenfeuerzeug mitnehmen. Wartet ein bisschen. Dann sind sie im Prinzip schon angezündet. Da seht ihr schon die Flamme. Das mache ich jetzt mit beiden. Ja, und dann lasse ich jetzt erstmal die Kohle durchglühen. Ich stand gerade ein bisschen im Weg, ist jetzt auch ein bisschen windig, aber ihr seht schon, die Klötze sind an. Die Klötze. Und da stelle ich jetzt einfach im Prinzip den Anzündkamin drüber. Ja, und dann lassen wir die Bambuco erstmal durchglühen. Es hat jetzt keine 20 Minuten gedauert und dann sind die Bambuco-Kohlen durchgeglüht. Finde ich perfekt. Ich habe da jetzt schon mal das Rost von meinem Schwedenhändler des Vertrauens hingelegt. Es hat folgenden Grund, und zwar die K8 selbst hat keine Füße, macht aber nichts. Deswegen können wir uns dann so aushelfen. Unten habt ihr jetzt, wie gesagt, die 6 Kohlen gesehen. Und jetzt lege ich hier oben drauf. Ich sage jetzt mal noch mal eine lange und zwei kleine und dann heißt es jetzt erstmal warten für die nächsten, ja, ich sage jetzt mal 2 Stunden. Sind jetzt genau 2 Stunden rum und wie ihr hier oben an dieser Kohle erkennen könnt, also ich finde die Kohlen, gerade was das Dutch Ofen oder generell das, was Langkochen oder Schmoren betrifft, wirklich perfekt. Ich nehme die jetzt runter, schmeiß die hier einmal kurz beiseite, nehme jetzt einen Deckelheber. Und dann nehmen wir das mal an und ich denke, also das so wie es jetzt hier riecht, ist wirklich perfekt. Das war's, das Rezept zu dem Schichtfleisch aus der K8 von Petromax. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe es versäumt, euch dieses Video zu zeigen, beziehungsweise vorher schon zu zeigen, aber was habe ich jetzt hiermit nachgeholt? Ihr könnt natürlich nach eigenem Gusto noch viel, viel mehr Zutaten mit reinmachen, das heißt mit Paprika, mit anderen Barbecue-Soßen oder andere Rubs zum Beispiel. Da bleibt eure Fantasie oder eurem Gusto keine Grenzen. Wie immer zum Schluss vom Video, wenn euch das Rezept gefallen hat, gebt mir einen Daumen zu diesem Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren, das findet ihr unterhalb von diesem Video. Für weitere Tipps und Tricks oder Rezepte schaut einfach auf tobias.grill.de nach.